Gucken wir mal. Aha. Hey Rivet, ich hab's dir vorher nicht gesagt. Trudy ist jetzt stark genug, Feuer zu spucken. Von all den Zumpfsteinen ist ihr Bauch so heiß wie Mords Partymix. Du kannst sie jederzeit loslassen. Cool. Jetzt können wir endlich den Rest der Zumpfsteine holen. Yep. Jetzt wird auch ein Schuh draus. Jawoll! Warum man das nicht von Anfang an kann. Weil es gibt so viele, die du nicht einsammeln kannst, wenn du nicht schießen kannst, dass das auf der Karte anzeigen keinen Sinn macht. Und, naja. Wenn du jetzt nicht googelst und andere Leute hast, die das schon gemacht haben, dann ist das ja frustrierend. Also, ja. Jetzt ist es ja leichtes Spiel. Kann ich dir eigentlich auf die Liegeviecher kaputt schießen? Nee. Oder? Nee. Geht leider einfach durch. Okay. Dann wollen wir mal hier jetzt die restlichen einsammeln. Oh. Wir konnten. Was macht ihr Idioten überhaupt hier? Okay, ist einfach nur da hier. Und tschüss. Mit was denn? Jawohl. 3, let's go. Hey, die Früchte gehören uns. Dann holt sie euch doch. Und weg mit dir, du Sau. Headshot. Oh. Ja, fliegende Halsabschneider, die schlimmsten Gegnerarten, die es hier gibt. Mal da hinten einmal lang cruisen. Weiß gar nicht, wie viel haben wir denn schon? Sechs Stück brauchen wir noch. Dass die Kacke auch erst. Ja. Jetzt aufregen auf höchstem Niveau. Weil man hätte es auch anders lösen können. Man hätte auch die Sachen nicht anzeigen lassen können, bis du die Sachen halt freigeschaltet hast. Ups. Sorry, Rudy. Weil die Sachen waren ja nicht. Zugänglich für uns. Bis zu dem Punkt, als wir den dritten Planeten abgeschlossen haben. Und da hätte man auch einfach Sachen nicht anzeigen lassen können. Dass man nur so und so viel sammeln kann und wenn man dann Best bekommt, dass sich dann mehr öffnet. Aber naja. Heulen auf höchstem Niveau.
Wir haben nur noch 3 Stück, aber wir können noch mehr sammeln. Irgendwo war noch einer. Da hinten, okay. Drehen und wenden. 1 noch. Ah ja. Ah, cool. Cooler Ort. Kann man mit arbeiten. Junge, Junge, Rivet, das sind alle Zornsteine. Ich mache dann mal den... Alle? Das ist echt alle? Ionbot bereit für dich, oh Mann! Woo! Gelatoniumfabrik, ich komme. Ah, übrigens. Mann, oh, Mord. Sieh dir all das Zorb an. Du hast diesen Spionbot mehr als verdient. Ja. Perfekt. Wie lange braucht Trudy, um alles zu fressen? Oh, 5 Tage, höchstens 6. Aber um nächste Woche kümmert Mord sich nächste Woche. Ah, übrigens, ist dir an Trudy schon eine Veränderung aufgefallen? Außer, dass sie noch strahlender ist als sonst. Sie ist schwanger. Was? Ist sie? Oh Mann! Oh. Oh, ich schmeiß ihr die größte Babyparty, die der Planet je gesehen hat. Okay. Wenn du es bei Miss Turcon kaufst, ist es Qualität. Deswegen frisst die so viel. Gegnerische. Oh. Schutzmechanismus. Oh, und hier. Vielen Dank für deinen Einkauf, Sweetie. Ah, es ist geil, dass man so reinspringt in. Schiff. So, fertig. Können wir noch nicht fertig machen. Okay. Blitzhornmin. Phasenquarz, wir kommen. Hoffentlich hat Mord die Druckschlösser geputzt. Ich hoffe, Ratchet findet diesen Propheten bald. Ja. Was macht Ratchet wohl gerade? Wechseln wir jetzt den Charakter. Wenn ich einen Dimensionator bauen könnte, wo wäre ich? Geil. Hier ist ein Portal. Der Shortcut. Oha! Oh, warte mal. Das kommt mir übelst bekannt vor. Alle Käufe sind verbindlich, Schatz. Perfekt, danke dir. Ich lass dich nur ungern gehen, Sugar. Hey, ja. Kurze Frage. Du weißt nicht zufällig, wie man einen Dimensionator baut, oder? Ratchet? Oh, Ratchet! Gary! Oh, dein Ruf eilt dir voraus. Du musst ins Interdimensionsarchiv. Mein Lehrling kann dir helfen. Aber, die Stadt wird angegriffen. Kannst du hell sehen? Ich seh mal nach. Ich glaube, ich weiß noch, wie man eine Invasion aufhält. Ist ja quasi Standard. Okay, diese Nefarius-Typen suchen also nach einem Lombax? Ja, deshalb kam ich drauf, dass du kommen wirst. Viel Glück, Ratchet. Oh, deswegen haben wir die Hoverboots. Weil wir keinen Clank haben. Das Gebäude kurz hinter der Stadt. Das muss das Archiv sein. Oha. 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 Sieht ja sogar anders aus. Hier merke ich ja jetzt erst. Sorry.
Party. Ein Eindringling, endlich abwechseln. Weg die Sau. Jawoll. Oh. Die Nester sind auch wieder am Start. Geilo. Die Mucke ganz im Hintergrund. Hört man kaum. Aua. Okay, also der Blitzinator ist auf jeden Fall stark bei Gruppen. Hätte ich mir wahrscheinlich auch denken können, aber... Entschuldigung. Gibt halt für jede Waffe passenden Moment. Karius Soldatin, holy shit. Und tschüss. Perfekt. So. Hey. Was soll das denn? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Heute keine Lust drauf. Ich. Jawohl, das hat aber eine Reichweite. Holy shit. Erwischt unser Wasser die in der Luft? Also hat der jetzt so eine Reichweite? Frage, ist der jetzt tot? Jo. Jo. Die Waffe müssen wir ja auch noch ein bisschen leveln. Moin. Aber hol. So brav explodiert. Habe ich noch wen übersehen? Oh ja. Okay. Ich dachte, er wäre One-Hit. Aber ich muss ja gefühlt 30 Mal drauf schießen mit dem Hund. Kommt wahrscheinlich noch. Hörst du wahrscheinlich später alles weg. Hoffentlich. Okay, das war eine heftige Landung. Wer bist du? Sorry, du kamst mir bekannt vor. Ich bin Ratchet. Ich suche nach, ich glaube, Garys Lehrling. Ich muss einen Dimensionator bauen. Oh je. Tja, ich kann nicht viel tun, da mein Archiv gerade wegläuft. Wie komme ich wieder da hoch? Oh, du bist sein Lehrling. Vielleicht, könnten wir ja zusammenarbeiten? Ich bin kein sehr guter Partner.
Wie klingt das? Wenn es schief geht, was es nicht wird, gehen wir getrennte Wege. Ganz einfach. Team? Klar. Team. Vorerst. Oh, cool. Um das Archiv zu erreichen, müssen wir die Mönche von Nefarios Truppen retten. Hier, mit diesen Hoverstiefeln kommen wir schnell über den Tafelberg. Geilo. Jo! Alter. Riesige Umgebung wieder mal. Erster Halt, Tempel. Hey, ich weiß gar nicht, wie du heißt. Oh, ich bin KT7461. Schön, dich kennenzulernen. KT764. Es gibt drei Tempel in der Nähe. Den Bergtempel, den Urwaldtempel und den... Nachari, du hast dich direkt in unsere Falle geführt. Oh. Nein. Was sollen wir jetzt bloß tun? Ah, er muss sich neu justieren. Deswegen dauert das manchmal so lange. Ah. Was aber nicht geil ist. Ja, die Waffe... Oh, oh. Schmutz! Und schöne Gedanien. Stufenaufstieg, jawohl! Geht doch schneller als ich dachte. Ja, komm, Schmetterbombe. Bam! Tolle Falle hattet ihr da. Es gibt mehrere Tempel. So viel habe ich mitbekommen. Hm. Das wird lange dauern. Diese Umgebung hier zu abzuschließen, glaube ich. Boah, das war knapp. Was haben wir denn hier? Ein Moment, ist das, ein Lombax-Schrein? Um den Lorb einzusammeln. Boah. Was ist das für ein Ding? Vielleicht sollte ich mal... Wenn auf Savali werde ich großzügig belohnen, wenn du sie ein... soll. Auf alle Dimensionen. Alle, die es gibt. Ja, das könnte unmöglich sein. Ja, geil. Okay, es gibt noch mehr Arten von sammelbaren Gegenständen. Ah, ja, klar. Okay. Wollen wir mal gucken, was der Tempel hier so zu bieten hat. Denk mal, wir müssen die Tempel machen. Irgendwas zu tun. Ratchet, du hast meinen Lehrling gefunden. Gut gemacht, ihr beiden. Ihr seid jetzt bereit, den Bergtempel zu betreten. Ja, klasse. Dann, also ihr seid emotional bereit. Ihr müsst noch das komplexe Verteidigungssystem des Tempels überwinden. Oder wie wir es nennen, Spießrutenlauf der Prüfungen, / Hölle. Oh, ich hasse / Hölle. Ihr seid ganz sicher bereit dafür. Viel Glück. / Hölle ist halt auch geil. Los, folge dem Weg so schnell du kannst. Oh, geil. Okay, das ist sick. Ah, geschafft. Der nächste Schrein. Ah. Ja, ich war zu schnell. Oh mein Gott, das ist...
Okay. Ja, warten wir mal kurz. Ich hatte gerade irgendwie ein Lag. Läuft die Zeit davon. Oh nein. Das ist geil mit dem Boost. Was haben wir denn hier noch Feines? Ah ja, Teddy Bear. Fragger Bear. Nice. Keine Ahnung, wer die sammelt. Auf jeden Fall eine Errungenschaft. Das ist ein geiles Ding. Ja, alles gut. Wir sind doch gleich da, glaube ich. Alles zerstört. Mit nur einem Hieb. So, Querschläger ist fast auf Stufe 3. Sehr gut. Weiter geht's. Yep. Gute Idee. Dass du so boosten kannst, ist richtig cool. Oh oh. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Diese Prüfungen wirken gefährlich. Hä? Brauch dich gar nicht. System des Tempels. Ich vermute, die Erbauer waren introvertiert. Ganz sicher. Ja, Lombexe waren's. Aber man braucht ja in den Wänden gar nicht lang juggeln, weil die Zeit ja ausreicht hat. Let's go, dude! 37 Sekunden, holy shit. Oh, lol. Jawoll! Wer braucht die Wände, Junge? Yes! Wir haben die Prüfungen geschafft. Geil. Danke. 60 Sekunden noch über. Los jetzt. Helfen wir den Mönchen. Dieser Nebel ist grau. Oha. Es muss dieser Mönch. So. Scharfschützenbots. Du kannst den Nebel zu deinem Vorteil nutzen. Jawoll, Stufe 3. Dafür ist der Querschläger natürlich geil. Oh, tschüss. Oh, ich habe nicht getroffen. Aber er kommt ja zum Glück zurück, wenn du nicht triffst. Was richtig cool ist. Bab, tschüss. Jawohl, wir haben's geschafft. Juhu. Hinter dem Kraftfeld sind sie fürs Erste sicher. Ich kümmere mich erstmal um die, die auf uns schießen. Hä? Ist oh keiner nein. mehr. Ein Zeta-Virus. Ich kann nicht ohne Risiko auf das Terminal zugreifen. Meine kleine Freundin Glitch kann sich das ansehen. Lass mich mal. Jawohl. Oh boy. Da ist ein Schild. Moment, die Kapsel hat den Computer gekapert, um sich ein Schild aufzubauen. Okay. Cool.
Alter, yo. Noch mehr. Noch mehr Schilde geht wohl nicht. Ging wohl nicht, meine ich. Jawoll! Bonus! Stark, weg mit euch! Wo? Ich gehe nicht ganz durch, wo ich lang kann und wo nicht. Ach, da. Ey, wie eine kleine Spinne. Weg. Der Aufräumdienst ist da. Oh shit. Frage. Da unten, lol. Ah, es reicht nur einmal drauf zu. Okay. Okay, dude. Einmal draufklicken reicht. Befreit. Alles klar. Geil. Ist auch dafür programmiert worden. Brüder, ich bin erleichtert, dass es euch gut geht. Es ist einfach wunderbar, dich zu sehen, Schwester KT-7461. Haben Nefarios Truppen die anderen Tempel schon gefunden? Keine Ahnung. Aber wir sagen Bruder Gary, dass ihr uns gerettet habt. Viel Glück, Schwester und Lombard. Genauso wie Halsabschneider.